Ja, hallo Leute, ich bin's wieder, immer noch hier aus Graz. Und wie ihr seht, habe ich jetzt heute nicht den Dirk Lange neben mir, sondern seine Frau, die Ivana Lange, ja, seinen Sohn, den Alexander. Und ja, die Ivana ist nicht umsonst hier. Sie ist im Dirks Trainerteam unter anderem für das Athletiktraining, ja, für die Core Stability zuständig und hat mir da schon ein paar schöne Übungen gezeigt, die sie euch gleich erklären wird. Ja, sie ist auch keine ganz Unbekannte aus dem Schwimmsport. Sie war selber Olympionikin, war Sprinterin, hat unter anderem mit Sandra Völker trainiert. Und ja, ich würde sagen, wir fangen einfach an. Was machen wir jetzt genau und wofür ist das gut? Okay, also wir machen Core Stability. Es sind sogenannte Apps. Wir machen es nicht wegen einer schönen Figur oder Sixpack. Wir machen es, weil es notwendig ist, um schnell zu schwimmen und die richtige Technik zu schaffen, auch im Wasser oder auch bei anderen Übungen im Kraftraum. Core ist das Wichtigste, was man machen muss, um die technischen Übungen richtig durchzuführen, ob im Kraftraum oder im Wasser. Ja. Man sagt ja auch immer, ja, der Rumpf ist das Bindeglied zwischen Armen und Beinen. Ja? Ohne einen guten Rumpf können die Arme und die Beine nicht arbeiten und ja, Wasserlage geht straight nach unten. Okay. Was man dazu auch vielleicht sagen kann, ist, wenn wir uns im Wasser bewegen, es sind nicht nur die Arme, bloß es muss der ganze Körper und Chor mitmachen und die Kraft einsetzen. Deswegen würden wir starke Arme haben, aber keine Core-Stabilität haben wir, keine Spannung im Wasser und die Kraft können wir nicht einsetzen. Man sagt ja immer, man spricht ja immer beim Schwimmen vom Individualsport, aber dass wir jetzt auch ein bisschen in Partnerarbeit arbeiten werden, das wirst du uns jetzt zeigen. Naja, wir machen im Training von 800 bis 2000 Wiederholungen. Man muss sich etwas einfallen lassen, damit es auch ein bisschen unterhaltsam ist für die Sportler, sonst würde ich dann Probleme bekommen. Du hast gesagt 800 bis 2000 Wiederholungen. Ja. Für den Bauch. Genau, für Bauch und Rücken. Es sind auch Liegestütze oder Pull-ups und auch kleine Gewichte für Beinkraft einzusetzen. Aber 2000 Wiederholungen ist schon die Anzahl, die wir anstreben. Da sind wir natürlich jetzt im Profibereich, aber merkt euch einfach mal diese Zahl. Ich würde sagen, wir starten mit den Übungen. Ich habe schon angesprochen, Partnerübungen. Was hast du für uns vorbereitet? Also runter auf die Matte. Erstmal, wir nehmen Medicine Ball. Wenn wir kein Medicine Ball haben, können wir auch eine Alternativübung machen mit Gewicht, aber wir fangen an mit Medicine Ball. Genau, was machen wir? Wir sitzen nur auf dem Hintern. Wir sitzen auf dem Hintern, die Beine sind in der Luft und wir versuchen richtig stark zu werfen. Ohne umzufallen. Genau. Wir führen euch das natürlich jetzt exemplarisch vor, aber ihr seht schon, ja, wir haben auch schon ein paar Übungen gemacht und es wird auch schon anstrengend. Deshalb, ja, sieht vielleicht etwas einfacher aus, aber hat es in sich. Wir versuchen auch immer, dass beide Partner arbeiten, nicht dass einer hört oder einfach nur rumschaut oder mitzählt, aber dass er auch tatsächlich arbeitet. Weil die Pausen sind dann eingesetzt für alle gleichzeitig. Jetzt machen wir die letzte Übung. Beide
entweder diagonal oder genau. Beim Ziehen versuchen wir auch die perfekte Beinposition zu halten und nicht zu verändern. Und ziehen und los. Gleichzeitig halten. Genau. Versuchen, sich nicht zu verdrehen. Immer die Hüfte, die Rücke, die perfekte Beinposition zu halten. Ja, machen wir mal einen kurzen Seitenwechsel. Ja, ihr seht schon, bei mir läuft der Schweiß. Okay, 1, 2, 3. Je nachdem, wie lang der Band ist, kann man sich die Schwierigkeit danach justieren. Aber das mal reicht. Ja, ich bedanke mich schon mal bei den Übungen. Ja. Gerne. Wir werden euch auch natürlich noch weitere Übungen mit Ivana und Alexander vorstellen. Und ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ja, nochmal zur Erinnerung, merkt euch die Wiederholungszahl. Ja, 800 bis 2000 Wiederholungen, natürlich im Profibereich. Aber ich kann euch versprechen, oder wir können euch versprechen, von 50 Sit-Ups im Training wird sich die Core Stability wahrscheinlich nicht wahnsinnig verbessern, oder? Naja, am Anfang der Saison machen wir natürlich mehr als zu Ende der Saison. Vor Wettkämpfe gehen wir runter auf 400, aber das ist dann auch individuell. Dann geht es nicht mehr um die Kraft zu bekommen, aber sie behalten. Ja, genau. Also auch da haben wir wieder das Stichwort Tapering. Auch da werden wir wieder dann zusammen mit Dirk und auch auf schwimmtrainer.de natürlich darüber sprechen, auch bei unseren Trainerseminaren, und das soll es erstmal von diesem Video von uns gewesen sein. Ich bedanke mich bei euch, bei dir für die Anleitung. Ja, gerne. Und wir sehen uns wieder im nächsten Video. Macht's gut. Ciao, ciao.